der mir auch von der optischen Geilheit richtig gefällt. Optischen Geilheit? Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Hallo, ich bin Sandra. Ja. Weil Sascha gestern mit Gammelzahn-Gabi rumgemacht hat, suche ich mir heute auch einen anderen Typen. Und zwar hier beim Blind Date. Suchst du dir Gammelzahn-Klaus oder was? Los geht's! Dein Haar wellig lang verweht im Winde. Ich hab kurz... Ich würde jetzt schon wieder gehen! Haare. Möchte Liebe machen mit dir. Das Date fängt gut an! Bis aus dir schlüpft ein Kinde. Ein auch Sandra? Oh oh. Was wird das für eine Mischung? Perverser! Ein Perverser! Security! Ich liebe dich. Und das meine ich nicht ironisch. Nee, sorry Typ, du bist mir echt zu komisch. Next! Da ist ja Sandra! Okay. Ich dachte immer, Sandra wäre schon verrückt und crazy, aber der Typ. Und was hast du so zu bieten? Gold, Ländereien. Ja, sind wir jetzt im Mittelalter, Alter. Hast du Ländereien für mich zu bieten? Ja, nimm mal den Bauernhof von meinem Vater, Jan. Okay. Wollen wir einen Korn haben oder was, Jan? Was haben? Noch mal einen Lütten Korn haben, Jan. Nee, danke. Ich gendere nicht. Was, Jenner, Jan? Ja, das ist Sandra, wie es lebt und leibt. Nee, leibt, lebt und lebt. Ach, ich kenne den Spruch nicht mehr, Mann. Und sportmäßig machst du da irgendwas? HSV! Ja, hi, Estefania, ich bin's, Mama. Alles klar! Jetzt ist aber der Arsch offen, Alter! Ich weiß bloß nicht mehr, wie die heißt. Wo bist du? Ich bin Nägel machen. Wie, du bist Nägel machen? Ja, ich bin Nägel machen. Zeit. Wo bist du denn Nägel machen, Kind? Nagelstudio. Estefania, wenn du nachher... So eine blöde Frage, aber echt. ...nach Hause kommst, dann hau ich dir Nagel in die Stirn rein. Wenn du bei McDonald's am Scheitern bist, ne, muss man aus Spaß sagen, einen Cheeseburger ohne Käse bitte. Das ist dann ja eigentlich ein Hamburger, aber Das ist so dumm. Der Trick ist schon so alt. Wenn du das wirklich probierst, dann sagen manche McDonalds-Mitarbeiter jetzt also ein Hamburger. Das Cheeseburger oder Käse bitte, das finden die am Schalter immer voll lustig. Meine Freunde und ich lachen auch immer voll drüber. Ich habe übrigens noch eine Freundin, mit der müsste ich noch Schluss machen. Oh Mann, der geht zum Blind Date, obwohl er noch eine Freundin hat. Oh ey, Sandra ist hier die Schlauste, Alter. Kannst du mir sagen, was du willst? Aber hier ist Sandra die Schlauste. Wow, du bist wirklich so der allererste Typ, der mir auch von der optischen Geilheit richtig gefällt. Optischen Geilheit? Mann, gell, die optische Geilheit, sie ist ständig unterwegs. So richtig perfekt so, ey. Na jetzt. Ja. Ja, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ja, mein Name ist Thorsten, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Seibenstadt, das ist in der Nähe von Stuttgart. Hobbymäßig bin ich sehr vielseitig unterwegs, ich mache gerne Bungee-Dumping. Bungee-Dumping ist wirklich das absolute Hobby von mir. Was denn? Das ist alles perfekt und nur deswegen drückt... Ach komm, hab ich vorhin gesagt, Sandra ist schlau? Nee, ich glaube, ich habe das nicht gesagt, oder? Weißt du, das Tolle, wenn du mit einem Hellseher zusammen bist, ist, dass ich jeden Wunsch dir von deinen Lippen ablesen kann. Da hätte jetzt Carina sitzen müssen, wirklich. Da hätte jetzt wirklich Carina sitzen müssen. Denn Carina als Hellseher gab's ja auch schon. Du musst es nicht mal aussprechen. Ich glaube an sowas nicht. Ich wusste, dass du das sagst. Ja gut, das ist ja auch nicht schwer vorauszusehen, ne? Ich wusste, dass du das tun würdest. Und warum weichst du nicht aus? Wenn ich gegen dein Schienbein trete, warum hast du da nicht weggezogen? Die ist doch schlau. Ich gebe mit meinen unglaublichen Fähigkeiten nicht so gerne an. Was ist daran angeben, Alter? Stell dir vor, du weißt, da kommt einer heute mit einer Knarre auf dich zu und schießt dir dreimal unten im Arsch. Ey, warum, wenn du es wusstest, warum bist du nicht ausgewichen? Ich gebe mit meinen Fähigkeiten nicht an. Voll dumm! Jetzt aber, sonst glaube ich dir nicht. Los, lies meine Gedanken. Nein. Lies meine Gedanken, los. Ich denke an etwas sehr, sehr Kompliziertes. Los! Oh. Na gut. Du stellst dir gerade vor, wie ich dich mit Schmelzkäse einreibe. Na gut, das ist bei Sandra gar nicht mal so schwer vorauszusehen. Das stimmt, die ist ja so käsegäsig. Und dir danach mit dem Käse... Stopp! Du hast gesehen, wie... Ja! Oh, oh! Die drückt einfach gleich den Button. Oh, oh. Oh, ja, war vielleicht auch was Wahres mit Schmelzkäse, Alter. Und, du bist wirklich sicher, dass du nichts essen willst? Oh, scheiße! Auf der Gitarre ist hier, wenn du kein Fleisch hast. Wie kommt denn der dahin?
Oh, oh. Ja. Hallo, ich bin Moriane. Tut mir leid. Och, nö, jetzt wird bloß noch Helga. Ich stehe nicht auf alte Frauen. Ich wollte nur die Gelegenheit nutzen, ein bisschen Werbung zu machen für unsere neue Herbst-Winter-Kollektion. Sehr gut. Gehe ich kurz meine Blase entleeren. Man kann nie früh genug anfangen, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Das stimmt, Alter. Das stimmt wirklich. Ich mache das immer auf den letzten Drücker. Oh, das ist mal stressig. Beispiel den Helga Moriane Weihnachtskalender mit Schoki drin. Wenn die Schokolade wirklich auch so gut schmeckt wie die in den normalen Billig-Weihnachtskalender. Jeder kennt diese 1-Euro-Weihnachtskalender. Ich weiß nicht, kosten vielleicht nur 89 Cent oder so. Jeder kennt die Billig-Weihnachtskalender. Nicht aus Teddy oder aus Kik, sondern wirklich die bei Lidl, Rewe und so. Die Schokolade da drin, die ist einfach unübertrefflich. Kann mir jemand sagen, was er will. Der ist billig, aber die Schokolade da drin ist unübertrefflich geil. Kenn ich nicht. Oder ganz auch neu hier, die Helga und Moriane Mützen. Bei dem Shop erhältlich. Alles klar, das reicht. Tschüss. Oh. Ey, jetzt mal real talk, ne? Ey, kann das sein, dass du ein Arzt bist? Wie kommst du darauf? Einfach mal kurz von der OP abjauen zum Blind Date. Du riechst nach Desinfektionsmittel. Ach. Ja, das verrät mich manchmal ein bisschen. Aber voll geil, ey. Stell mal vor, ich hab dich als Freund, ey. Kannst mich jeden Morgen immer krank schreiben für die Schule. Das ist eine gute Idee. Warum habe ich mir in der Kindheit keine Ärztin angelacht, Alter? Du gehst noch zur Schule? Ja, seit 5 Jahren hänge ich in der 3. Klasse fest. Aber voll geil, ey. Dann kannst du mich ja immer untersuchen. Ich wurde schon so viel untersucht in meinem Leben von verschiedenen Ärzten und Psychologen und so. Die haben alle nichts gefunden. Die wissen nicht, was mit mir los ist. Wenn du das machst, dann kann... Sandra! Einfach tot! Es ist Unterricht. Wieso bist du nicht in der... Jetzt ist sogar der Lehrer mit dort, Alter. Ich scheiß mich ein, das ist das verrückteste Blind Date, was ich jemals gesehen habe. Der Schule. Was soll das? So wirst du niemals deinen Abschluss schaffen. Du hast hier nichts zu suchen. Wir haben heute jedes Mal das Gleiche. Ich bestell was und im Internet steht dann versendet. So, dann warte ich und warte ich und warte ich. Guck ich, ist das Paket beim Nachbarn? Was soll das beim Nachbarn? Ich bin zu Hause. Der hätte einfach klingeln können. Ich verstehe. Hat die total recht. Das hatte ich heute auch schon wieder. 10.16 Uhr. Stand da, wurde bei mir geklingelt, um das Paket abzuliefern und keiner war da. Ich stand da draußen, ich war gerade Müll wegbringen. Da war kein Postauto, nichts. Ich es nicht. Wieso erzählst du mir das? Naja, du arbeitest doch bei... Nein, ich trage das Auto nur, weil ich es schick finde. Du trägst das Postoutfit nur, weil du es schick findest? Ja, eigentlich arbeite ich auf dem Jahrmarkt. Beweis es mir. Mit Postklamotten. Okay, let's go. Oh, wow. Aber das stimmt wirklich. Das ist wirklich immer wieder schrecklich. Wenn sie zu mir sagen, okay, die haben es nicht geschafft, dann finde ich das ja in Ordnung, ja? Wenn sie draufschreiben, sorry, nicht geschafft oder so. Was aber sinnlos ist, weil das Paket haben sie ja ein Auto. Warum dann nicht einfach schnell klingeln und abgeben? Diese DHL, Alter. Ich hasse diesen Laden. Ich bin halt froh, dass Amazon wirklich nur noch selten mit DHL verschickt. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.